Und in den Teams, das sehe ich gerade, habe ich hier noch dazu geschrieben, kommt natürlich immer auch die Frage der Funktion. Also es muss immer geklärt werden, in welcher Rolle oder wenn es eine Organisationsrolle ist, nenne ich das gerne Funktion, in welcher Funktion spricht jemand gerade, in welcher Funktion wird er zu dieser Teamsitzung zugerufen. Da kann durchaus auch mal ein Vorgesetzter als Fachmann hinzugerufen werden. Und es ist dann wichtig, dass er weiß, dass er jetzt als Fachmann da ist und nicht einfach sagen kann, wie es ist. Wenn er oder er muss, wenn er als Vorgesetzter gerufen ist, dann ist wichtig, dass er weiß, dass er da ist, um dort, wo hoheitliche Entscheidungen getroffen werden, dass er die auch trifft und nicht Dinge offen fachlich zur Diskussion stellt. Also das Rollenbewusstsein, das wir ja gestern schon hatten, gehört hier natürlich mit rein. Und da ist es eben, dieses Teamdreieck dient dann auch dazu, sozusagen immer wieder die drei Ecken und die drei Perspektiven abzugehen, so lange, bis es zusammen eine stimmige Sache gibt. Jetzt kommt das Perspektiven-Ereignismodell. Das gehört zu den Mod Ich halte es für eines meiner wichtigsten Modelle. Ich weiß aber auch, dass es sich für viele Menschen lange nicht erschließt, was für eine Intelligenz und Kraft da drin steckt, wie wichtig dieses Modell ist, weil es erstmal eine relativ abstrakte Angelegenheit ist. Entstanden ist es dadurch, vielleicht auch wieder die Ausgangslage, dann kriegt man ein Gefühl dafür, warum das so wichtig ist. Ich habe einen Tag mit sechs Geschäftsführern vom Vorstand. Und dass die den ganzen Tag alle sechs kommen, ist schon mal eine Ausnahme. Und die bringen dann 10 Themen mit und diskutieren wild durcheinander, was wie wichtig ist oder was man nicht mal machen könnte und dass da eine Maßnahme angedacht wäre und dass man da eine Erfahrung hat. Und nach einer Weile ist es ein heilloses Durcheinander in der Diskussion. Immer wieder werden, wie ich das dann angefangen habe zu trennen, wird über Perspektiven und über Maßnahmen, über Ereignisse, für die diese Perspektiven wichtig sein soll, querbeet diskutiert. Und dann habe ich irgendwann mal versucht, in dieses Kommunikationsdurcheinander eine Ordnung reinzubringen, indem ich gesagt habe, das ist ein Schaubild, das dann nachher kommt, wir versuchen mit zwei Beinen gleichzeitig zu gehen und dann fliegen wir auf die Schnauze, das geht nicht. Also wir sollten, um unser Denken zu ordnen, jetzt das so machen, dass wir sagen, okay, da steht ein bestimmtes Ereignis an, das wir verbessern wollen. Dann lasst uns jetzt überlegen, nach welchen Steuerungsgesichtspunkten wird dieses Ereignis bisher gesteuert und welche neuen Steuerungsgesichtspunkte sollen hinzukommen, mithilfe deren dieses Ereignis verändert werden soll. Also während es bisher ein Ereignis des Austausches war, habe ich gesagt, jetzt, wir hocken da immer zusammen, wir tauschen uns aus, das können wir uns eigentlich auch beim Kaffee erzählen. Wir brauchen eine neue Perspektive, dass wir strategische Überlegungen untereinander abgleichen und dass wir ein Commitment miteinander eingehen, dass das die strategischen Überlegungen für die nächsten 2 Wochen sein sollen und dass wir dann wieder abklären, ob wir uns alle daran gehalten haben. Also es soll ganz klar dieses Meeting immer stärker eine strategieklärende und verabredende Komponente erhalten. Das ist eine Perspektive. Und dann kann man fragen, wenn ich das möchte, dass das rauskommt bei dem Meeting, wie muss ich das Meeting gestalten, dass diese Perspektive, dass es unter dieser Perspektive auch Sinn macht und wirklich funktioniert. Oder ich denke andersrum. Ich überlege mir, welche Perspektiven sind mir wichtig. Und er sagt, ja, generell ist es ein Problem bei uns im Unternehmen, dass strategische Überlegungen nicht ausformuliert werden, nicht untereinander abgeglichen werden und dass es nicht verabredet wird, dass jeder für sich und mit den anderen zusammen darauf achtet, dass man die nächsten Aktionen auch entsprechend dieser strategischen Überlegung macht. Dann sage ich, okay, jetzt nehmen wir daneben,
sind aber natürlich viele andere Perspektiven wichtig, dass zum Beispiel sich jeder gewürdigt fühlt, dass sich keiner beleidigt fühlt und missachtet, indem wie er sein Amt bisher ausgefüllt hat, dass die Leute, die strategisch nicht so gut drauf sind, dass die sich jetzt nicht minderwertig fühlen und viele andere Perspektiven, die immer ja gleichzeitig wichtig sind. Und ich sage, lass mal aber die anderen Perspektiven für den Moment mal weg, sondern jetzt haben wir eine bestimmte Perspektive und jetzt hier ist das Beispiel Kundenorientierung. In meinem Beispiel, das ich gerade gemacht habe, wäre das, könnte man vielleicht Strategiebewusstsein und Strategieverpflichtetheit nennen. Und jetzt können wir überlegen, welche Ereignisse haben wir sowieso in nächster Zeit und wie müssen wir die uminszenieren, dass das, was wir wollen, über die Ereignisse hinweg nach und nach verbessert wird. Also ich denke jetzt aus Perspektiven und gestalte verschiedene Ereignisse und möglichst Ereignisse, die es schon gibt, die uminszeniert werden und nicht für diese Perspektive ein eigener Workshop gemacht wird. Das ist ja die Unsitte, die sich entwickelt hat, dass man zu jeder Perspektive dann ein eigenes Event kreiert. Dann gibt es aber so viele Events, dass die Ressourcen dabei völlig verschlissen werden. Es ist wichtig, die Events, die es schon gibt, weiterzuentwickeln unter dem Steuerungsgesichtspunkt der Perspektive, die einem jetzt da wichtig geworden ist. In Abstimmung natürlich mit den anderen Perspektiven, die auch wichtig sind bei diesem Event. Und jedes Event hat viele, viele Perspektiven, unter denen es Sinn machen muss. Es ist, also es muss die Vielsinnhaftigkeit jedes Ereignisses entscheidet über die Ökonomie eines Ereignisses. Und wenn ich unter einem Sinn das ganze Ereignis strukturiere, dann ist es natürlich einfacher und stimmiger. Aber es ist nicht ökonomisch, weil ich dann für jede Perspektive ein eigenes Ereignis brauche. Und zum Schluss sind die Ressourcen für jede Popelperspektive verbraucht. Und der eigentliche Wertschöpfungsprozess der Organisation, der ja unter ganz vielen Perspektiven gesteuert werden muss, der wird erheblich gestört. Weil die Menschen von dem Hauptzweck ihres Tuns abgelenkt werden. Also habe ich gesagt, entweder wir überlegen jetzt mal eine Perspektive und durchdenken, welche Ereignisse gibt es, wie müssen die uminszeniert werden, in wie vielen Ereignissen muss diese Perspektive Relevanz kriegen, dass insgesamt der Schub entsteht, dass unter dem Gesichtspunkt es im Unternehmen vorangeht. Oder ich denke andersrum, da bin ich jetzt, wenn ich ein bestimmtes Ereignis vor Augen habe, sage ich, okay, das ist das Ereignis. Und jetzt lass uns mal überlegen, unter welchen Perspektiven organisiert sich das, wenn wir nichts Spezielles tun. Und dann sagt man, ja, die meisten kommen eigentlich dahin, um aufzupassen, dass die anderen keinen Blödsinn machen. Dann sagen, okay, das ist eine der Perspektiven. Oder um auch mal zusammenzusitzen, dass man sich nicht aus dem Augen verliert, weil jeder ist so viel unterwegs und man hat keine Zeit miteinander. Aha, Geselligkeiten, wieder eine andere Perspektive. Ich sage, okay, und wie soll dieses Ereignis jetzt angereichert werden, in welcher Dimension? Also, was sind die drei, vier Hauptperspektiven, die bedient werden müssen durch das gleiche Ereignis, wenn jetzt schon mal sechs so wichtige Leute zusammensitzen? Und dann gibt es Nebenperspektiven, aber lass uns erstmal in der Inszenierung sicherstellen, dass durch das Vorgehen diese Hauptperspektiven im Zusammenspiel definiert werden. Also ich merke immer, wenn ich das System zu erklären versuche, das klingt erstmal ein bisschen abstrakt. Ist es trotzdem verständlich? Also ich hoffe, ihr habt Ereignisse vor euch, wo ihr merkt, dass die Diskussion von Maßnahmen und die Diskussion von Perspektiven wild durcheinander gehen. Und dass das einfach eine Art ist, wie man da eine gewisse gedankliche und kommunikative Ordnung reinbringen kann. Und das erfordert natürlich, dass alle Beteiligten auch eine gewisse Schulung kriegen im Zusammenspiel von konkretistischem und perspektivischem Denken, also abstraktem Denken. Und dieses Schaubild soll das ein bisschen versinnbildlichen. Es gibt Leute, die natürlicherweise konkretistisch denken.
wenn ich den, die kommen zum Beispiel ins Coaching und erzählen einen Kasus nach dem anderen. Und dann war noch die Situation und sagen, und was ist für Sie das, was da jetzt schwierig war daran? Dann sagt er, ah, ich habe mich nicht gut gefühlt. Das war genauso wie in der anderen Situation. Erzählen Sie mir noch eine Situation. Das ist eigentlich eine Einladung. Jetzt muss ich mir überlegen, was ist eigentlich die gemeinsame Perspektive, unter der ich beschreiben kann, was in den verschiedenen Ereignissen schwierig ist. Und es ist sehr wichtig, dass ich solche Menschen einlade, dass sie auf eine Metaperspektive gehen und dass sie abstrakt denken, weil das abstrakte Denken ist natürlich viel leistungsfähiger im Herstellen von Verständnisrahmen. Es gibt aber auch Leute, die denken viel zu viel abstrakt. Die entwickeln Sprachblasen, wo ich immer nachfragen muss, wo zum Beispiel geschieht das? Also wieso muss ich mir das vorstellen, wenn sie sagen, da ist das Intrigenspiel wieder am Laufen. Und dann erzählen die wieder, wer da alles mitspielt und welche Motivation die vermutlich haben. Aber ich kriege eigentlich nie ein konkretes Bild, wie zeigt sich das eigentlich. Oder jemand sagt, wir müssen uns strategisch neu aufstellen. Und ich frage immer wieder, wer muss da auf die Bühne? Welche Bühne ist damit gemeint? Für welche Stücke soll das gelten? Und die kommen nicht ins Konkrete. Und jedes leistungsfähige Denken für die Menschen, die damit handeln müssen und nicht einfach nur über ihre Denkkategorien dozieren dürfen, besteht ja in einem flüssigen Wechselspiel zwischen Abstraktion und Konkretisierung. Also diese Abstraktion hat uns in der Transaktionsanalyse Eric Byrne schon immer ans Herz gelegt, indem er uns die Frage geschenkt hat, what is this an example for? Also wenn mir jemand ein Ereignis schildert, frage ich, und wofür ist das jetzt aus Ihrer Sicht ein Beispiel? Und dann muss derjenige eine Abstraktion vornehmen. Er sagt, das ist für mich ein Beispiel dafür, dass keiner seine Interessen zurückstecken kann. Also ein Beispiel für einen Interessenskonflikt. Oder wenn jemand eben in Abstraktionen redet und denkt, dass ich in Frage, und wie sieht das zum Beispiel konkret aus? Und da verwenden wir normalerweise die Filmmetapher. Sagt, also jemand sagt, wir sind dann wieder in Intrigen verfangen. Da frage ich, okay, ich schicke ein Kamerateam los, das soll filmen. Wir sind in Intrigen verfangen. Wo schicke ich die hin und was ist auf dem Film nachher zu sehen? Und das verlangt von den Menschen, dass sie das in konkrete Zusammenhänge bringen. Und nur dadurch, sonst kriegen wir das, was ich einen Aquaplaning-Effekt nenne. Ne? Die Art, wie gedacht wird, hat überhaupt nichts mit dem konkreten, mit der konkreten Situation oder mit der Uminszenierung von Situationen zu tun. Das bleibt dann zusammenhangslos das Gestalten und das Denken über Gestalten. Und natürlich muss es Zusammenhänge finden. Und die Arbeit mit dem Perspektiven-Ereignismodell ist also nicht nur ein Modell, in aktuelle Gestaltungsprozesse Ordnung zu bringen und in das Denken darüber und in die Kommunikation, sondern es ist auch ein Instrument, Kompetenz im Abstrahieren und Konkretisieren als Denkkompetenz zu fördern. Das war das ursprüngliche Bild. Da komme ich dann vielleicht später nochmal dazu. Perspektiven bebildere ich normalerweise mit Scheinwerfern. Im Lichte dieses Anliegens, wie muss das Ereignis betrachtet oder wie muss es gestaltet werden? Ja, und damit wäre ich erstmal durch, was die Steuerungskonzepte, die wir speziell entwickelt haben, betrifft. Und das ist euch, glaube ich, durch meine Art der Ausführungen klar geworden. Ich bin wirklich im Tiefsten ein Ökonom. Kein Wunder, gebürtiger Schwabe. Dann noch Wirtschaftswissenschaften studiert, Nachkriegskind. Aber Ökonom bedeutet für mich, jemand, der sehr bewusst darauf achten, dass die Dinge durch die kluge Kombination eine Wertschöpfung erbringen. Also als ich
studiert habe, Handelslehre studiert habe, in der ersten VWL-Vorlesung war es, glaube ich, also der erste Satz, den ich aus meinem Studium erinnere, war: Wirtschaften heißt die intelligente Kombination von Produktionsfaktoren zur Erzeugung eines Mehrwerts. Und das sind Konzepte, die eigentlich Denkwerkzeuge für Wirtschaften sind. Und da verbirgt sich jetzt auch eine Haltung dahinter. Für mich ist Ökonomie nicht, wenn ich irgendwelche Marktchancen nutze, um Geld zu verdienen. Das ist für mich nicht der Kern der Ökonomie. Für mich ist Kern der Ökonomie, dass ich daran interessiert bin, Dinge so viel sinnhaft, klug ineinander zu fügen, dass durch das Zusammenfügen ein Mehrwert entsteht, der dann zum Wohl der Menschheit ist und dessen ökonomischer Gewinn dann auch verteilt werden kann. Also es ist ein Ökonomiebegriff, der nur begrenzt mit Bereicherung zu tun hat und sehr viel mit intelligenter Nutzung von Ressourcen zum Wohle der Menschheit. So, das ist Steuerung. Ja, Moment, Mikro. Ich fand es jetzt sehr hilfreich, deine Erläuterungen zu den Charts, aber insgesamt ist es auch ein Thema, wo ich gerne mit den einen oder anderen mal drüber reden würde, wo es konkrete Beispiele gibt, wie das erlebt wird, wie sich das anfühlt oder so. Mhm. Ich hätte Lust auf 10 Minuten Nachbarschaftsgeschwätz. Ja, gute Idee, habe ich auch gerade dran gedacht. Machen wir Viertelstunde. Dann sucht euch gerade mal 2 andere und tauscht untereinander aus, was ihr verstanden habt oder welche Beispiele euch eingefallen sind, um so selbst ein bisschen mehr Fleisch an diese Knochen zu kriegen. Viertelstunde und danach eine Viertelstunde Pause. Wir treffen uns also 10.35 Uhr dann wieder hier zum nächsten Akt. Wir müssen noch 30 Sekunden warten, dass der Zug nicht zu früh abfährt. hat das jetzt geholfen, das Reden miteinander? Sollten wir öfter... Bitte? Ja doch, ich habe es vermutet. Wenn ich euch in tiefer Depression gewähnt hätte, hätte ich das vielleicht nicht gefragt. Ich sage, okay, gehen wir zum nächsten Kapitel. Schwamm drüber. Also das mit dem, ich habe gemerkt, dass doch immer wieder auch Beispiele kommen. Darf ich mal fragen, wer von denen, die das ja kennen, von den Curricula, arbeitet denn wirklich mit dem Konzept? Mal Hand hoch. 1. Mit dem Perspektivenereignismodell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also nicht unbedingt, dass ihr es nach außen darstellt, aber im Denken und in eurer inneren Steuerung, wem hilft das dabei, sich zu organisieren? Nochmal Hand. Das ist doch schon besser. Also ich darf auch echt beruhigen, die Lehrtrainerinnen und Lehrtrainer, die das sich ausführlich damit befassen, das dauert in der Regel 2-3 Jahre, bis die irgendwann mal sagen, jetzt habe ich es so richtig kapiert und jetzt kann ich es auch richtig gut lernen. Und dann manche lernen es auch wirklich besser, als ich das kann mittlerweile. Also ich glaube, wir haben auf der Website, haben wir nicht vom Andreas, wie er das Perspektiven-Ereignismodell erklärt. Obwohl er lange behauptet hat, es ist das einzige Konzept am Institut, das ich nicht wirklich verstehe, habe ich das Gefühl, er lehrt es jetzt besser als ich. Also und ich habe jetzt ja auch gar nicht den Anspruch, das jetzt optimal zur Weiterverwendung zu lehren, sondern ich habe gerade das schöne Wort geschenkt gekriegt, wir machen hier so eine Art Inventur. Wir gehen die Konzepte durch und gucken, was gibt es denn da alles und welcher Natur ist das und nicht, dass wir das jetzt rauskramen und im Moment in allem entfalten. Und dann bitte ich euch einfach dann, wenn euch das nochmal näher interessiert, das auch einfach nochmal nachzulesen oder in dem Fall auch euch das Audio vom Andreas, wo er es nochmal erläutert, von dem Downloadbereich runterzuziehen.
Ich habe mir jetzt überlegt, für die weitere Strukturierung des Tages, das will ich mal mit euch besprechen, dass ihr mir bei der Steuerung vielleicht helfen könnt. Ich versuche jetzt auch immer so ein bisschen abzuwechseln, so anschaulichere und abstraktere Dinge, und würde jetzt eher wieder was für meine Verhältnisse relativ Konkretes und Anschauliches machen, und zu dem Thema Team zu gehen. Und den zweiten Teil dieser Arbeitseinheit, die wir jetzt noch haben, aber nochmal ein Stück nochmal auf den Schwan höher zu gehen, zum Thema Perspektiven und Konzepte, aus denen heraus wir unsere Konzeptpolitik am Institut machen und unsere Didaktik, also nochmal eine Metaperspektive dazu, Verhältnis zu Wissenschaftlichkeit und solche Dinge, weil wir dazu da eine ganze Reihe von Perspektiven uns wichtig sind in der Gestaltung der Ereignisse, zum Beispiel der Bausteine in den Curricula, aber auch in der Gestaltung unserer Zusammenarbeit mit Kunden und mit Mastern und Netzwerkern. Also das kriegen wir dann zusammen hin bis zum Mittagessen. Wann sollten, gibt es? Viertel vor eins, so lang brauchen wir dann vielleicht gar nicht. Heute können wir das Ganze ja ein bisschen hochrücken, weil wir ja eine Stunde früher angefangen haben. Aber wir können dann auch jetzt gerade bei dem Team zwischendrin dann mal wieder Pause machen und so eine Redephase dazwischen tun. Ich glaube, das hilft sehr, dass die eigenen Beispiele. Ich habe ja mit Freude gehört, in einer der Gruppe waren, sagen, wir haben jetzt uns die Filme, die uns währenddessen vor uns abliefen, miteinander ausgetauscht. Das ist optimal für mich, wenn ich die Konzepte erzählen kann und die Konzepte so sind, dass sie die richtigen Filme wachrufen, zu denen diese Konzepte auch passen. Da komme ich auch nachher dazu, das ist eines der Prinzipien, dass die Konzepte auch so sein sollen, dass die intuitives Denken leicht machen. Das ist aber nachher unser Thema. Dann würde ich jetzt mit Team anfangen. Team ist ja Teamentwicklung oder Teamberatung oder Teamcoaching, es hat ja viele Namen, ist ja neben Coaching ein interessantes Marktphänomen. Es wird gerne nachgefragt mit der Fiktion, man wüsste, was das ist. Und es wird auch gerne angeboten mit der Fiktion, man wüsste, was das ist. Dann machen wir mal eine Teamentwicklung, alle nicken, haben sie das Gefühl, das ist ein Ding, das kennen wir. Genau genommen, und insofern ist es Teamentwicklung oder Teamcoaching oder Beratung ein geeigneter marktregulierender Begriff. Es organisiert Nachfrageverhalten, es organisiert Zustimmung zu einem Event und es organisiert Angebotspositionierung. Obwohl es etwas völlig Undefiniertes ist, weshalb man, wenn man unter diesem Begriff zusammenkommt, nicht etwa glauben sollte, man wüsste, wofür man verabredet ist, sondern das ist dann eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, worum soll es eigentlich überhaupt gehen. Und die Teamkonzepte, bei uns wird ja viel Team berücksichtigt, weil das ja ein ganz wichtiges Element natürlich jeder Arbeit ist. Auch, ich möchte daran erinnern, dass ich jetzt nicht die alles, was am Institut zum Thema Team gemacht wird, hier repräsentiere, sondern nur die Eigenentwicklungen oder die eigenen Schwerpunktsetzungen zu diesem Thema von mir jetzt referiert werden. Also könnt ihr dem zustimmen, dass Team, dass es eigentlich ein unbekanntes Wesen ist, aber trotzdem das Gefühl gibt, ich weiß, wovon ich rede. Also wenn ich sage, wir machen einen Strategieprozess, dann wissen oft Leute nicht so recht, wenn wir sagen, wir laden zu einer Teamentwicklung ein, sagen sie, ja, das kennen wir, gehen wir hin. Im Zusammenhang mit Team merke ich auch immer wieder, dass wir, ohne es recht zu merken, in klassischen Kategorien denken. Dass wir sagen, Teams sind alle die, die zu einer Abteilung gehören. Und wenn man dann noch ein bisschen demokratisch veranlagt ist, muss der Hausmeister und die Sekretärin auch mit, weil die sind ja unterm gleichen Dach. Weil man will ja niemanden missachten, wenn man von Team spricht. Das ist so ein klassisches Gemeinschaftsdenken, das überhaupt nichts mit Funktion um diese Moment geht,
zu tun hat, sondern mehr so, es soll niemand ausgeschlossen sein, kein verlorenes Schaf, und jeder soll auch Rederecht haben, was aber Teammaßnahmen oft sehr umständlich macht und sehr verwirrend und sehr oft eine Gruppendynamik entsteht, die man dann auch eifrig bearbeiten kann, die sogar auch zu großen Beunruhigungen und dann, wenn es gut geht, zu Glücksgefühlen führt, aber nicht unbedingt zu einem effizienten Arbeiten, das einem Organisationszweck gut bedient. Der Begriff virtuelles Team, der klingt ja wie ein sehr moderner Begriff, der markiert eigentlich genau diesen Irrtum, weil das Team, mit dem da gearbeitet wird, ist ja nicht virtuell, sondern das ist ja ein Team, das medial kommuniziert, das sind aber reale Menschen. Also virtuell markiert eben, dass die sitzen nicht beieinander. Und das macht eigentlich den dahinter versteckten noch altertümlichen Teambegriff von Team, der da uns leitet, deutlich. Team sind die, die beieinander sitzen. Und dem möchte ich gern diese modernere Definition von Team, die aber wieder halt abstrakt ist, also wo dann situativ definiert werden muss, was das eigentlich heißt, entgegensetzen, nämlich ein Team sind Menschen mit gemeinsamer Verantwortung und Leistung. Ob die jetzt beieinander sitzen, ob die im selben Unternehmen sind, ob die in direktem Kontakt, personalem Kontakt oder in medialem Kontakt miteinander sind, das ist eine ganz sekundäre Frage. Aber es ist eben auch klar bei dieser Definition, dass Team nicht definiert werden kann ohne die Verantwortung, um die es gerade geht, oder ohne die Leistung, auf die sich das Treffen der Menschen, die in dem Fall Team sein soll, beziehen sollen. Und der andere Begriff, der genauso das Gefühl gibt, man weiß, worum es sich dreht und eigentlich muss es dann erst definiert werden, ist Coaching. Wir machen ein Coaching. Und wenn wir dann aber das Gleiche eignet sich, um Markt zu organisieren, Handelsprozesse zu organisieren, ist aber nicht eigentlich keine Definition einer sinnvollen Leistung, sondern da muss man immer gucken, unter welchen Perspektiven soll hier eigentlich was stattfinden? Ist es eine Beratung? Ist es eine Beratung von Einzelnen? Ist es eine Beratung von mehreren? Geht es in dem Fall um die Professionsentwicklung? Geht es um die Organisationsentwicklung? Geht es um aktuellen Konflikt? Was ist es eigentlich? Und sehr oft stellt man dann fest, dass wenn man genau klärt, was es eigentlich ist, dass dann die Arbeitsform Coaching, nämlich eine der häufigsten Arbeitsformen, nämlich das Vier-Augen-Gespräch, gar nicht die geeignetste Maßnahme ist, um das Anliegen, das damit verbunden ist, zu versorgen. Aber es ist ein guter Anlass. Und wenn ich dann von Teamcoaching spreche, habe ich dann ein doppeltes Definitionsproblem. Und wie aus beiden Definitionen hervorgeht, muss ich klären, um welche Leistung, um welche Verantwortung es im Moment in der Organisation geht, also was dann unter diesem Gesichtspunkt Team ist. Und wenn ich da coachingmäßig tätig sein soll, muss ich klären, was die Perspektive meines Beratungsauftrags ist, bezogen auf die Leistung oder die Verantwortung, um die es geht, mit den Menschen, die dann auf die Bühne müssen. Du hast bei der Teamdefinition, das war eine Folie zurück, da hast du das gemeinsame Ziel nicht drin. Du hast jetzt nur Leistung und Verantwortung in der Organisation und ich habe mir abgespeichert und die arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Das wäre vielleicht eine andere Art, es zu beschreiben. Also eine Leistung ist für mich in der Regel nahe an dem Gedanken mit dem Ziel.
Ich verwende nicht so gern das Wort Ziel, weil Ziel, wir haben es vorher schon mal drüber gehabt, manchmal wird auch Ziel das Wort verwendet, wenn eigentlich Perspektive gemeint ist. Und mit welchem Ziel wollen Sie das machen, heißt eigentlich, was ist Ihnen dabei wichtig? Für mich ist, bin da manchmal sprachlich vielleicht übergenau, für mich ist ein Ziel die Definition eines bestimmten End- oder Zwischenpunktes, der zu erreichen ist in einer Dimension. Das ist aber meist so, dass das gar nicht geklärt ist oder nicht geklärt werden kann. Viel wichtiger ist die Dimension, um die es geht. Und das wäre in dem Fall die Art von Leistung. Also zum Beispiel, das Team definiert sich jetzt dadurch, dass wir das Zusammenspiel von EDV und persönlicher Bearbeitung von Aufträgen verbessern wollen. Da können wir jetzt nicht sagen, was das Ziel ist. Also wann ist das gut genug erreicht. Aber trotzdem ist es eine klare Leistungsbeschreibung, warum wir uns zusammensetzen wollen. Und da ist noch eine Frage. Aber doch wäre es doch dann der Punkt, der einen Unterschied macht. Und so verstehe ich deine Frage, Rita. Das heißt, irgendwo gibt es einen Punkt, wo dann durch Einsatz von Leistung mit Blick auf Verantwortung ein relevanter Unterschied entstehen muss, und so verstehe ich Ziel, wie ich es auch Rita jetzt verstehe. Und das, ja, das fehlt mir in der Aussage eben ein Stück weit auch. Also ich habe nichts dagegen, wenn man es hinzufügt. Das soll ja keine ausschließliche Definition sein. Es ist eher so, dass mir im Unterschied zu Team ist halt die einem einfallen, dass sie dazugehören. In dem Fall es leistungsorientiert und verantwortungsdefiniert. Also wer muss mit Antwort geben, dass diese Leistung erbracht werden kann, um den Verantwortungsbegriff zu wagen. Wie weit wir kommen, also was in der Leistungsdimension, um die es jetzt geht, und es ist ja eine andere Leistung, wenn ich sage, wir müssen zusammen das Zusammenspiel zwischen IT-Bearbeitung und personaler Bearbeitung in unserem Auftragswesen verbessern. Das ist eine andere Art von Leistung, als wenn man sagt, wir müssen mal eine Teamsitzung zur Frage des Umgangs mit den Reisekosten machen. Ja? Das sind ganz andere Arten von Fragen, die dann aufstehen, ganz andere Art von Leistungsorientierung, die damit verbunden ist. Und Leistung meint auch, die hocken nicht zusammen, weil sie sich mögen, sondern die hocken zusammen, weil sie an dem Seinsgrund der Organisation in irgendeiner Dimension miteinander arbeiten wollen. Also ich wollte eher von daher diese Teamdefinition an Leistungsdimensionen und knüpfen und die dann wieder in Fragestellungen, die zu dieser Leistungsdimension gehört und wer welche Art von Antwort dazu geben muss, und deswegen der Begriff Verantwortung. Wenn ich in dem Rahmen auch Zwischen- oder Endpunkte der Erreichung in dieser Leistungsdimension definieren möchte, kann man das tun. Für mich ist die Orientiertheit, die Zielorientiertheit eigentlich durch den Begriff Leistung abgedeckt. Ja, und das haben wir ja vorher schon mal gehabt bei den Steuerungsdreiecken, und da eignet sich dann wieder sehr gut eben dieses Team-Coachings-Design-Dreieck. Und wenn dann eben einer kommt und sagt, machen Sie mir mal eine schöne Teamentwicklung, das sage ich, mache ich gern. Was soll erreicht werden, wer soll denn da dabei sein? So, da gibt es Kommunikationsprobleme bei uns und einige Unzufriedenheiten, aber das klärt sich ja dann, wir machen mal eine Anfangsrunde, Befürchtungen und Erwartungen und wie es uns heute geht. Und dann entsteht ein ziemlich undefinierter Brei, irgendeine Art von Dynamik entsteht dann immer, aber ob es eine relevante Dynamik ist, und zwar sowohl relevant unter dem Gesichtspunkt der Kulturpflege, als auch relevant unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung der Vitalität und Leistungsfähigkeit des Organismus entsprechend seinem Daseinsgrund, das ist eine ganz andere Frage. Und da heben wir uns langsam aus den Mythen, der 68er-Mythen der Vorstellung, Team ist immer besser, heraus. Es gab vor kurzem eine Rundfunksendung über die Mythen der 68er. Ich bin auditiver Typ, ich höre sehr viele Rundfunkvorträge, und die besten, die mir am besten gefallen, habe ich auf meine Website gestellt, dass wenn ihr ausgelesene, gute Vorträge hören wollt
und euch nicht die Ruhe und die Zeit habt, die ich dann doch Gott sei Dank jetzt oft habe, um mir sie zusammenzusuchen und eine Vorauswahl haben wollt, geht ihr auf meine persönliche Website. Also wenn ihr auf der Institutswebsite seid, das ist das Bernd Schmid Spezial, dann kommt ihr auf meine persönliche Website und dort im Audiobereich sind alles kostenlos, die auch sonst kostenlos woanders downzuladen sind, aber ihr habt es dann an einem Fleck. Und da gibt es eine Serie Mythen der 68er. Also auch zum Beispiel zum Thema der Kreativität. Zurzeit haben wir ja wieder einen Kreativitätsboom, als wäre es das Humanum an sich, wieder kreativ zu sein. Und ich sage, das hatten wir auch schon mal in den 68ern. Und dann habe ein Manager zu so einem Kreativen gesagt, werde, wer du bist und ich habe, was ich brauche. Und ich fand es sehr schön formuliert, um klarzumachen, dass Naivität hier auch nicht am Platze ist, sondern dass man über solche Dinge sehr gut nachdenken muss. Und Mythos Team, es werden eine ganze Menge empirische Erkenntnisse dort veröffentlicht, dass zum Beispiel völlig klar ist, beim Tauziehen haben die Experimente gemacht. In dem Augenblick, wo ich weiß, andere ziehen mit, zieht jeder Einzelne weniger, als wenn er allein ziehen muss. Also da kann man an vielen Dingen sehr leicht beobachten, wie Verantwortungsverunklarung dadurch, dass man sich in Gemeinschaft wähnt, zum Nachlassen von Leistungen führt. Und also und dass Teams kreativer sind, ist auch, zeitweilig haben wir ja diese Brainstorming-Sachen gemacht, also auch all das gehört in den Bereich der Mythen, wo es sich also mittlerweile empirisch herausgestellt hat, dass da nicht arg viel dran ist. Lohnt sich das mal zu hören. Wir sind aber in dem noch drin und wenn wir wollen, dass der Teamgedanke im Sinne einer kreativen, kooperativen, menschlichen Leistungsgemeinschaft wach bleibt, müssen wir dafür sorgen, dass wir diese Eierschalen einer Romantisierung von Team hinter uns lassen und das wirklich leistungsorientiert, aber human leistungsorientiert der Teamgedanke bleibt, weil sonst schaffen die irgendwann alles, was mit Teamentwicklung und Teampflege hat, ab, weil es dieser romantische Firlefanz ist und schütten dabei aber das Kind mit dem Bade aus. Und dann sind wir mitschuld, wenn wir das nicht qualifizieren rechtzeitig, sodass die merken, nein, wir brauchen das der Vitalität unserer und Zukunftsfähigkeit unserer Organisation wegen und nicht, weil die Leute offenbar keine Freunde mehr haben und deswegen gerne mal ein Team-Ding machen. Gut, das Steuerungsdreieck, das habe ich, der Gedanke ist, glaube ich, genügend klar. Das muss dann im Wechselspiel mit dem Auftraggeber geklärt werden, zu welcher Art von Leistung und Verantwortungsklärung, Verantwortungspflege soll man denn zusammenkommen? Wer gehört dann unbedingt dazu? Und es ist ganz klar, dass man dann eine Teamentwicklung, bei der man sagt, es geht eigentlich darum, dass die Marschrichtung unklar ist und dass Parteien sich streiten, wie man vorangehen soll, überhaupt keinen Sinn macht, wenn die Hoheitsmachtträger in dem Fall nicht dabei sind. So eine Teamentwicklung kann man sich sparen. Wenn man sagt, es geht darum, dass die untereinander sich polarisieren und nicht mehr richtig miteinander reden können und das ist nicht in erster Linie Folge des Machtvakuums, sondern das ist Folge einer entgleisten Kulturbegegnung zwischen verschiedenen Abteilungskulturen, dann kann man überlegen, ob dann Teamentwicklung Sinn macht. Dann ist immer noch die Frage, ob man dann alle auf die Bühne holen soll. Das kostet ja auch immer Geld. Also wir müssen da ähnlich wie im Verkehr nicht einfach entweder mehr Straßen bauen oder den Straßenbau einstellen, weil kein Geld mehr da ist, sondern wir brauchen intelligentere Verkehrssysteme. Und das ist jetzt Ökonomie, Ressourcenkombination, viel Sinnhaftigkeit erzeugen durch kluges ökonomisches Handeln, auch als Didaktiker. Dann ist mir aufgefallen, dass insgesamt in den Organisationen eine erhebliche Spaltung der Gesichtspunkte, die oft überhaupt nicht miteinander verrechnet werden, zu tun haben. Das eine ist nämlich, dass über Führung nachgedacht wird und da ist dann sehr oft die vertikale Dimension, also gemeint, dass Abstimmung über die
Instanzen hinweg in einer hierarchischen Organisation gemeint ist. Das wird dann unter dem Thema Führung abgehandelt. Und dass die Abstimmung in der horizontalen, auf gleicher Ebene, das wird unter Team abgehandelt. Aber wenn man ein bisschen vernünftig drauf guckt, ist ja völlig klar, dass das immer im Zusammenhang steht. Und es ist oft erstaunlich, wie groß die Dialogisolation zwischen den Hierarchieebenen ist. Also wie übermäßig sich die Menschen an ihresgleichen orientieren zu einem Thema, selbst wenn die anderen zu den Steuerungsbelangen, um die es geht, eigentlich gar nicht wirklich was beitragen können. Also die optimieren, viele Organisationen optimieren sich in den unterschiedlichen Ebenen horizontal und koordinieren diese horizontale Optimierung nicht mit einer vertikalen Optimierung, die oft viel entscheidender ist für die Leistungserstellung der Organisation, nämlich von der, Idee oben bis zur Auslieferung unten. Das wird dann zum Problem der Führung erklärt. Aber wenn das so angelegt ist, dass die horizontalen Optimierungen zueinander überhaupt keine Passung haben, dann ist auch Führung eine unmenschlich schwere Aufgabe. Und man kann das nicht zum als Führungsproblem an den Rand schieben und dann den Leuten notfalls auch viel Coaching und viel Zusatzqualifikation geben, sondern man muss sehen, dass das eine Organisationsarchitektur- und Mentalitätsgestaltungssache ist, dass auch weniger geniale Führungsfiguren relativ gut führen können, weil die Sache sowohl optimal als auch gleichzeitig horizontal als auch gleichzeitig vertikal sinnhaft durchkonstruiert ist. Und ich habe mal einen großen internationalen Konzern, die sagten, wir haben Probleme mit der strategischen Führung. Wir treffen oben Entscheidungen, zum Beispiel, dass wir überall auf der Welt, wo wir auftreten, Konsortialführerschaft anstreben sollten. Und die da unten machen Business as usual, also Aquaplaning-Effekt. Wir brauchen strategische Führung, dass das, was wir oben entscheiden, und das ist eine Perspektive, es sollen alle Geschäftsprozesse danach uminszeniert werden, dass es uns gelingt, in internationalen Projekten eher in die Konsortialführerschaft zu kommen. Also die ganzen Ereignisse, die stattfinden sollen, ein Stück uminszeniert werden, damit unser Unternehmen Konsortialführerschaft möglichst oft erlangt. Das ist eine Frage. Moment, Mikro erst. Vielleicht bin ich der oder die Einzige hier, die nicht weiß, was Konsortialführerschaft ist. Sagt so. Mir nichts, habe ich keine Idee dazu. Das ist gut, dass du nachfragst. Ein Konsortium ist einfach, wenn mehrere Organisationen und Unternehmen zusammenarbeiten, um Großprojekte zum Beispiel abzuwickeln oder in der Entwicklungshilfe. Darfur, dann bilden verschiedene technische Einheiten oder militärische Einheit ein Konsortium und es ist die Frage, wer führt dieses Konsortium an. Und dann habe ich gesagt, ja okay, zur strategischen Führung gehört auf jeden Fall, dass jede Ebene überhaupt mal ein Verständnis davon entwickelt, was dieses Ziel Entwicklung Richtung mehr Konsortialführerschaft eigentlich für die nächste Ebene, für die ich führungsmäßig zuständig überhaupt heißen soll. Und dann habe ich drei oder vier Ebenen, also zu drei Projekten, eines war Konsortialführerschaft und dann hatten wir noch zwei andere Führungsthemen, an deren Beispiel wollten die insgesamt des Unternehmens hinsichtlich strategischer Führung auf Zack bringen. Da habe ich gesagt, unserem Ansatz gemäß, wir machen das an Beispielen. Wir suchen jetzt drei wichtige Perspektiven, in denen strategisch die sich besser positionieren wollen. Und wir suchen drei Führungsketten von ganz oben bis Kontinentzuständigkeit, Länderzuständigkeit, konkrete Projektzuständigkeit und versuchen dort mal die Führungsüberführung, die Inszenierungen so zu verändern, dass bezüglich dieser strategischen Perspektive ein Improvement stattfindet. Und dann studieren, wie wir das machen. Und dabei lernen wir etwas darüber, in welchem Zustand
strategische Führung in unserem Konzern ist, dass wir uns ein Bild machen können, hat es überhaupt Sinn, oben neue strategische Ziele zu beschließen, weil wenn wir keine Übersetzung in die Ketten, in die Länder hinein haben, können wir uns diese Beschlüsse oben auch sparen. Und dann haben wir einen großen Workshop gehabt und dann habe ich die mal interviewt. Ich habe also nacheinander zu den verschiedenen Themen, wir nehmen jetzt Konsortialführerschaft, den Vorstandsvorsitzenden befragt, den Europazuständigen, den Länderzuständigen und den Projektleiter, was er verstanden hat, also wann für ihn eine Verbesserung Richtung Konsortialführerschaft stattfinden würde. Und dann hat der oben davon erzählt, dass im politischen Feld, in dem dieses Unternehmen angesiedelt wird, der Minister merkt, dass man in der Richtung vorangekommen ist, dass in den internationalen Gremien, die da sind, dann jetzt weniger Streit um Zuständigkeit und Geld stattfindet, sondern man öfter mal zusammensitzt und dass dabei das Gewicht der eigenen Organisation angemessen zur Geltung kommt, was man daran merkt, dass er immer öfter dahin eingeladen wird und dahin eingeladen wird und dahin eingeladen wird. Dann frage ich, ob er irgendeine Vorstellung hat, was Zunahme an Konsortialführerschaft für den Kontinent Zuständigen eigentlich heißt. Und das hat er eigentlich nicht gehabt. Er sagt, das sind jetzt meine Ziele. Der ist ein Fachmann, der muss sich ja daraus ableiten können, was das für ihn heißen kann. Und dann habe ich also den Nächsten befragt, was das für ihn heißt. Und der hatte dann völlig andere Dimensionen, hat auch eine völlig andere Sprache. Das eine war in das andere überhaupt nicht erkennbar, übersetzbar. Und so ging das jede Stufe runter und keine der Stufen hatte eine Sprache, die anschlussfähig war an die anderen. Also hätte sagen können, wie die Führung der nächsten Ebene aussehen muss und wie man sich die Steuerung dort vorstellt, auf die man über Führung Einfluss nehmen möchte. Die waren auch völlig von den Socken, weil das völlig voneinander isolierte Welten waren und deswegen kein Wunder war, dass in den Projekten vor Ort natürlich sich überhaupt nichts geändert hat, wenn die oben irgendwas beschlossen haben. Die haben es dann ein bisschen so gemacht wie bei dem Menschen, der gesagt hat, ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, dass schädlich Rauchen ist und habe sofort aufgehört. Fragt der andere, war es das Rauchen? Dann sagt er, nee, es ist Zeitung lesen. Und dieses Projekt wurde dann relativ bald eingestellt, galt als zu kompliziert. Aber die Ambitionen, international strategisch aufzubrechen, die sind eigentlich geblieben. Vielleicht wird es auch irgendwie geschafft, aber mit irgendwie einem ordentlichen Organisationsentwicklungs